Hallöchen und willkommen zurück bei Minecraft mit Nuzi. Wir werden uns mal anschauen, ob die Bäume jetzt weg sind und eine Akazie gepflanzt wurde. Nein, sie sind noch nicht weg, aber es geht voran. Es geht voran. Jetzt ist mir gerade in den Kopf geschossen, was baue ich denn da für eine Decke überhaupt hin? Jetzt wird schon wieder dunkel. Das ist doch echt nicht wahr. Wir fangen neuerdings immer an, wenn es dunkel wird. Okay, abgemacht. Ach, ich habe doch mein Bett dabei. Schlafe ich heute mal auf der Terrasse? Können wir mal machen, ne? Gute Nacht. Schön kühl hier draußen. Ja, also die Terrasse wird auf jeden Fall auch noch aufgehübscht und ausgearbeitet. Da hatte ich ja auch schon so ein paar Ideen, die ich noch umsetzen werde, aber jetzt möchte ich erstmal den Stall fertig bekommen, weil ich gerne ein paar Tiere mehr hätte, zwecks Ressourcen von denen, sprich Wolle und Eier und naja, solche Sachen halt. Ah! Wow. Es ist ja auch ulkig, ne? Normalerweise hat er ja die Eichensetzlinge dazwischen gesetzt. Aber bei den Akazien hat er gewartet, bis die alle weggefällt wurden. Ich muss euch sagen, irgendwie nervt mich dieser mittlere Balken. Ich glaube, den nehme ich wieder weg. Ich glaube, den nehme ich weg. Den nehme ich weg. Aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. So wird man nie fertig, ne? Ich weiß. So, jetzt muss ich mal kurz dahin kommen. Das ist auch ganz gut. Dann haben wir gleich noch mal ein bisschen mehr Holz. So, wo ist denn hier die Tür? Da würde ich über der Tür direkt offen lassen. So, um die Strohballen da hoch und runter zu transportieren. Und hier auf jeden Fall auch. Moment mal, was haben wir denn hier? Drei. Die Tür ist doch drei breit, oder bin ich jetzt... Okay. Ich wollte gerade sagen. Also zwei und dann drei freilassen. Hihi. Da unten liegt noch Akazienholz. Das muss ich mir mal schnell holen. Sonst ist es nachher weg. Ist hier drin noch was? Ja. So, mal schauen. Das passt doch mit der Wand irgendwie nicht. Ach, Leute. Bescheuert aus. Hier haben wir doch Stein. Okay, dann nehmen wir das auch noch weg. So, das sieht doch wesentlich besser aus. Lauf mir nicht vor der Linse rum. Ich guck gerade und will den Stall aufhübschen. Ja, es passt mit den Fenstern auch nicht so, aber ist egal. Es geht halt nicht anders. Muss ja auch nicht immer alles so gerade sein. Ja, wir lassen das so.
Aber wie hoch? Ich hätte erstmal einen Fußboden reinsetzen sollen. Also dieser Ausschnitt hier muss schon... Ein bisschen Platz muss da schon sein. Was haben wir denn hier? Eins, zwei, drei. Aber zu hoch soll es auch nicht werden. Ich denke, wir lassen das erstmal so. Mehr viel Holz. Müssen wir uns mal was nachbasteln. Gut, dass ich den mittleren Balken jetzt weggenommen habe, sonst hätten wir jetzt hier nicht weiterbauen können. Ich muss mir das gleich mal von unten angucken. Es ist auch mal blöd. Hoch, runter, hoch, runter. Kann nicht mal einer von euch da unten stehen und mir zurufen, wie das aussieht? Das wäre echt praktisch. Ja, das reicht massig. Das ist schon viel zu hoch. Der ganze Stall wird größer als das Haus, sagte ich ja schon bereits. Aber man braucht auch viel Platz für die Tiere später. Ich wette, ich muss hier noch ein bisschen was anbauen, beziehungsweise die Tiere irgendwie ein bisschen aufteilen, dass da Schafe sind und da Hühner und da die Kühe und die Schweine. Die Schweine brauchen auch viel Platz, weil die brauchen ja ein bisschen Schlamm, wo sie sich drin rumsuhlen können. Und naja. Es ist viel zu hoch. Wow. Beinahe wäre ich da runtergefallen. Hätte mir ein Bein gebrochen. Aber dann hätte ich nicht mehr weiterarbeiten brauchen. Habe ich denn noch Stufen davon? Nee, habe ich nicht. Würde in die Ecke gerne noch so ein paar Stufen oder sowas reinsetzen. Der ist doch da viel zu hoch. Braucht man da... Ich tue mich so schwer. Ich baue dieses Teil jetzt einfach irgendwie fertig und dann ist gut. Ich habe auch gar nicht daran gedacht, dass ja da eigentlich schon das Dach ist. Ich müsste es also abschrägen. Ach, Leute. Ich bin das echt nicht mehr gewohnt, hier so... Im Survival zu bauen, im Kreativmodus ist das natürlich alles wesentlich einfacher. Da kann man fliegen, drumrum schauen und ja, Fehler ausmerzen. Da ist doch noch ein Block oben drauf. So. Ja, die Tiere brauchen später Futtertröge für Nahrung und Sonstiges und da braucht man schon eine Menge Platz. Es sieht auch, glaube ich, blöd aus, wenn man da so ein Eichendach drauf baut. Alles blöd, gefällt mir alles nicht. Am liebsten würde ich den ganzen Stall wieder abreißen. Der entspricht irgendwie nicht so ganz meinen Vorstellungen. Aber naja. Machen wir jetzt hier erstmal eine Schräge rein. Zack. So. Und da baue ich erstmal zu. Fenster kommt zum Schluss. Oh. Da
das Ganze auf der anderen Seite nochmal. Also bis jetzt ist ja hier noch nichts gewachsen. Da bin ich echt gespannt. So. Oh, wow. Ja, verzeiht mir, ich kann das jetzt nicht abstellen. Ich weiß nicht, was mein Rechner macht. Hatten wir den stehen gelassen, ich glaube. So, da auch zubauen. Nein. Ich glaube, das Ding muss ich wieder runternehmen. Das stört mich so ein bisschen, weil wenn man so am Bauen ist, dann kriegt man das manchmal nicht so mit, dass einem die Blöcke gerade ausgehen. Und das Ploppen hört man dann zu spät. Fast aufs Schaf gesprungen. Nee, nee, nee. Das wäre ja was gewesen. Kommt nachher noch der Tierschutz an. Du bleibst da mal schön drin. Nein, ich muss schlafen. Dann gehen wir heute mal oder jetzt mal in das neue Schlafzimmer. Und es wird höchste Eisenbahn. Nicht, dass ich wieder eine Hexe vor der Tür stehen habe, wie letzte Mal. Die mag ich ja nicht so ganz, ganz gerne, die Hexen. Das einzig Tolle ist, dass die ab und zu mal einen Trank fallen lassen. Dann ist das okay. Aber ansonsten kann ich die eigentlich nicht gebrauchen. Ja. Kann man so lassen. Vorne noch eine große Öffnung rein und dann hat sich der Keks. Jetzt hoffe ich, dass die Akazien da so ein bisschen wachsen. So, da haben wir auch einen Block. Richtig, richtig. Ich bin echt gespannt, wie das nachher aussieht, wenn hier noch ein Dach drauf ist. Habe ich so viele Blöcke schon wieder verbaut? Dann nehmen wir die Halbstufen. So, und ich weiß immer noch nicht, was ich hier für eine Decke reinziehe. So Dreckdecke ist ja blöd. Am liebsten würde ich ja eigentlich weißen Ton nehmen, aber da hat man immer so wenig von. Ist mir eigentlich zu schade. Finde ja Holz eigentlich immer am besten für eine Scheune. Wenn ich jetzt noch das alte Birkenholz hätte, dann hätte ich das eventuell benutzt. Aber das haben wir ja jetzt nicht mehr. Fichten, oder wir nehmen das. Das ist allerdings sehr, sehr dunkel. Nee, ich glaube, ich nehme das Birkenholz. Aber da nehme ich Halbstufen. Dann spare ich ein bisschen Material. Ich habe da zwar noch Birken wieder neu angepflanzt, aber solange es so geht. Das reicht doch nie im Leben. Na. Ja, lassen wir mal so. Bleibt höchstwahrscheinlich wieder was übrig. Aber das macht nichts. Dann haben wir ein bisschen Vorrat und man kann ja die Halbstufen auch wieder zu Stufen machen, wenn man sie verbaut. Zu Blöcken, nicht zu Stufen. So. Wenn ich jetzt gegen eine Kuh renne, dann verbaue ich mich. Gerade noch so gesehen. Geht doch mal aus dem Weg, ihr lieben Kühe. Ihr kriegt gleich hier einen schönen Stall. Vielleicht sollte ich auch erstmal ein bisschen Licht hier reinsetzen. Ich nehme erstmal Fackeln. Später werde ich höchstwahrscheinlich noch irgendwie eine Lampe oder irgendwas basteln.
Aber für den Anfang reichen auf jeden Fall erstmal Fackeln. Ich möchte jetzt einfach nur fertig werden mit dem Stall, an dem ich gefühlt schon. Lass mich hier durch. An dem ich gefühlt schon 5 Jahre am Basteln bin. Also von daher, erstmal fertig werden. Na, Schaf, du hast es auch nicht einfach hier, ne? Kann ich verstehen. Ach, ich habe, glaube ich, die F7-Funktion drin, genau. Die hatte ich euch ja letztes Mal gezeigt. Dann würde ich hier direkt noch ein paar Fackeln hinsetzen. Sieht zwar doof aus, aber was soll's. Passt es zum Stall? Der sieht ja auch nicht gerade besonders hübsch aus. Ich hätte den Stall doch erst fertig bauen sollen, bevor ich die Kühe hier reinlasse. Das stört mich so ein bisschen. Na gut, die halten sich da ziemlich weit hinten auf. Dann geht's. Na, die Stufen reichen wohl doch nicht. Warum hängen die jetzt so komisch in der Luft? Das ist ja lustig. Das Gemur und dann das Schaf dazwischen. Das hört sich echt lustig an. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn ich Hühner habe. Da kräht ja der Hahn immer. Und hatte ich hier nicht eine Werkbank hingestellt? Irgendwie nicht. Dann stellen wir jetzt eine hin. Dann können wir uns nämlich noch ein paar Birkenholzstufen machen. Na komm, übertreiben wollen wir es nicht. Also erstmal die Erde hier wegnehmen. Na, du weißt auch nicht, ob du rein oder raus willst. Komm ruhig rein, die tun hier schon nichts. Glaube ich jedenfalls. Läuft ja heute wieder. Jetzt hör auf zu schubsen. Hol gleich die Schere. Oder die Leine. Die Leine wollte ich auch noch hier hin verlegen. Eine Truhe. Eine Truhe werde ich mir wohl auch noch hier hinstellen irgendwo. Mal schauen. Ey, das hat nicht gereicht. Wie lang ist denn dieser Stall? Das ist doch echt nicht wahr. So, komm, jetzt mache ich aber alle. Reicht doch sonst sowieso wieder nicht. Wird schon wieder dunkel? Nee, doch bald. Ich habe die Sonne gerade gesehen. Weil ich die anderen Hölzer in der Hand gekriegt habe. Ich hab echt gerade irgendwie an so ein Huhn gedacht, was so ein Ei gelegt hat. Ja, also wie gesagt, auf die Hühner bin ich echt gespannt, wie laut die sind. Höchstwahrscheinlich werde ich den Stall dann wieder abreißen. Nee, aber die Hühner kann ich ja eigentlich von vornherein irgendwo anders unterbringen. Das muss ja jetzt nicht hier direkt neben meinem Haus sein. Was ist denn heute los? Ich hatte meine Leitern habe ich wieder weggebracht, ne? Würde mich hier nämlich irgendwo gerne einen Gang nach oben sichern.
ist die am Jammern. Okay, dann die Leitern holen. Wo habe ich denn die hingepackt? Ich glaube, in die Truhe hier mit den Sachen. Ja. Na, hier hätten wir noch eine Werkbank gehabt, aber naja, ist egal. Die können wir immer noch mal irgendwo aufstellen, wo wir sie brauchen. Ich krieg Hunger. Gleich was essen. So. Dann hauen wir hier schon mal ein kleines Loch rein. Schön, dann haben wir wieder Akazienbretter. Ich wollte gerade sagen, und keine Axt mehr, aber ich habe ja vorgesorgt. Weiß ich, das würde ich vielleicht auch noch ein bisschen breiter machen. So vielleicht. Flach und breit. Naja, sieht ein bisschen doof aus. Ich glaube, da setze ich wieder welche dran. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Und gleich eine schöne Ofenkartoffel essen. Ja, und da kommen dann halt noch Stufen rein. Können wir ja gleich mal machen. Wir haben ja jetzt unten die Werkbank stehen. Vier Stück passt doch wie Faust aufs Auge. Und dann ist das Holz auch leer. Und dann müssen wir auch schlafen gehen. Ich kann natürlich auch ein bisschen was mit dem mit der Kreissäge machen. Ach, hier ist ja noch lauter Holz. Einsammeln. Ganz schnell. ob ich mal im Stall schlafen soll? Ich traue mich ja nicht so ganz, aber wir können ja da oben schlafen. Unter freiem Himmel. Ich sag gut Nacht. Und ich sag auch Bye-bye. Bis demnächst. Eure Nizi.